willkommen zum Bellini-Hunde-Physio-Adventskalender. Ich habe heute mal eine kleine Balancestraße vorbereitet. Die besteht aus zwei Igeln hier hinten, in der Mitte einem Balancekissen und auch noch einem Igel hier vorne. Das Ganze läuft jetzt so ab. Ich schicke meinen Hund nach vorne und dann wieder zurück. Das bedeutet, er hat verschiedene Untergründe, verschieden starke Balancegegenstände, muss sich unterschiedlich stark ausbalancieren, muss manchmal ein bisschen mehr darauf achten, wo er seine Pfoten hinsetzt, wenn er zum Beispiel mit den Vorderpfoten auf diesen Igel hier nach vorne kommt, beziehungsweise so wie jetzt, wenn er mit den Hinterpfoten auf beiden Igeln stehen muss, ist für ihn ein bisschen anspruchsvoller, als wenn er nur auf das Balancekissen geht. Und wie macht das jetzt mal vor? Ja. Gut, so ist gut. Jetzt locke ich ihn langsam nach vorne. Kennt dieses Prozedere super, richtig, ups, Freunde, Leckerli verloren, ganz gut, so, ich meine, schön gedehnt, gell? Kommen wir noch ein Stückchen nach vorne, super, da hatte ich auch drauf, ich lasse ihn auch nur ein paar Sekunden kurz stehen, dass es sich komplett ausbalancieren kann. Ist immer ein bisschen schwierig, weil der wedelt meistens mit dem Schwanz und dann muss er sich dann auch wieder ausbalancieren. Jetzt erkennt das Prozedere schon, gell? Jetzt geht es wieder ein Stückchen zurück. Und dann geht es nochmal ein Stückchen zurück. Super. So könnt ihr wirklich auch mit relativ wenig Geräten den Hund ein bisschen Abwechslung bieten. Einfach verschiedene Sachen aufbauen, ihn nach vorne und nach hinten laufen lassen. So haben wir verschiedene Übungen miteinander kombiniert. Und den weißen Hunden macht es auch wahnsinnig Spaß. Ihr müsst halt ein bisschen schauen von den Abständen her. Was ist für euren Hund genau das Richtige? Könnt ihr es näher zusammenschieben? Braucht ihr es weiter weg? Was ist für ihn angenehm? Beziehungsweise wollt ihr vielleicht einen extremen Trainingseffekt und ihr tut es näher zusammenstellen, sodass er wirklich extremer seine Pfoten zusammennähen muss. Aber ansonsten ist das eine ganz nette Sache. Es bringt ein bisschen Abwechslung in das ganz normale Balancetraining rein. Und der Hund hat auch wirklich ordentlich Abwechslung dabei und die Muskeln werden unterschiedlich beansprucht. Gell? So wie immer, falls ihr Videos oder Fotos von eurem Hund habt bei solchen Übungen, könnt ihr mir das gerne auf meiner Facebook-Seite posten. Und falls ihr ein Foto von euch in einem Christmas-Wetter habt, dürft ihr das mir auch gerne schicken. Tschüss für heute. So, jetzt kommen wir auch schon zum Gewinnspiel. Wollt ihr dieses Balancekissen gewinnen? Das geht ganz einfach. Ihr postet einfach ein Video oder ein Foto von eurem Hund bei einer von diesen Übungen auf meiner Facebook-Seite. Falls ihr kein Facebook habt, könnt ihr das gerne auch per E-Mail zukommen lassen. E-Mail-Adresse und Facebook-Seite findet ihr unten in der Infobox. Bis einschließlich zum 26. Dezember habt ihr Zeit, das zu tun. Danach wird der Gewinner gezogen und bekannt gegeben. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Glück!